Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge FIFA 19 Karriere mit dem FC Schalke 04. Selbst lief es richtig gut bei uns. Ich hoffe, es geht heute so weiter. Wir spielen ja zu Hause gegen Hannover in der Bundesliga und zu Hause in der Champions League gegen Galatasaray. Also zwei wichtige Spiele in der Champions League. Könnten wir, glaube ich, sogar schon fast weiterkommen in der Bundesliga. Stehen wir nun nach unserer starken Siegesserie auf Rang 4. Und das soll natürlich so bleiben. Heute gegen Hannover zu Hause natürlich das klare Ziel. Den nächsten Sieg einstütig. Ich würde sagen, Hannover spielt durchaus in Rot und Schwarz. Das sollte sehr gut passen. Also Nübel ist wieder im Tor. Caligiuri, Sané, Nastasic und Oczipka in der Verteidigung. Das passt auf jeden Fall. Doppel-6, dann Rudi und Serda. Schöpf, Uth und Konoplyanka. Das ist auch eigentlich alles passend. Denn Harit kommt wieder dann eher als Joker. Und wenn dann eben in der Champions League von Anfang an so... Soll es richtig sein. Dann nehmen wir nochmal Teuchert mit auf die Bank. Bruma kann auch noch mit. Und dann noch Sascha Rita. Und dann können wir auch schon in die Partie hineingehen. Und hier sind wir also in dem schönsten Stadion Deutschlands. Wir sind in der Felix Arena. Und heute das nächste Heimspiel. Und zu Hause waren wir bislang noch nicht ganz so erfolgreich in der Fußball-Bundesliga. Es hat etwas gedauert, bis wir unseren ersten Heimsieg feiern konnten. Deswegen umso wichtiger nun vielleicht auch vor allem zu Hause so eine Siegesserie zu starten oder die nächsten Heimspiele vor allen Dingen auch alle erfolgreich zu gestalten. Denn das gehört einfach zu einer erfolgreichen Bundesligisten dazu und vor allen Dingen natürlich auch zum FC Schalke 04 bei so einem Stadion, bei solchen Fans. Und deswegen umso wichtiger, hier und heute einen Sieg zu holen. Spieler im Fokus ist hier Marc Uth, der hat natürlich zuletzt gegen RB Leipzig endlich sein erstes Bundesliga-Tor gemacht und direkt dann auch doppelt getroffen. Also er war wirklich gut drauf, auch deswegen heute der Vorzug vor Amin Harit, der auch doppelt getroffen hat gegen Leipzig und richtig gut drauf ist. Dann war aktuell einfach eine Luxussituation mit Uth und Harit, die endlich beide so langsam in Form sind. Heute Uth, wahrscheinlich in der Champions League, dann Amin Harit, je nachdem, wie er dann heute noch eingewechselt wird und wie lange Marc Uth heute spielt. Und natürlich vor allen Dingen auch, wie gut er ist. Hannover 96, ein Team, was im echten Leben sicherlich größere Probleme hat als hier in FIFA. Ich weiß gerade nicht, auf welchem Platz sie hier stehen. Aber ich glaube, zumindest nicht ganz so schlecht wie im echten Leben. Also hier unsere Aufstellung. Alexander Nübel, unsere Nummer 1 im Tor. Verteidigung, alles so, wie man es erwarten kann, wenn man das Beste zur Verfügung hat. Rudi und Serda, das funktioniert richtig gut mit den beiden. Marc Uth, wie gesagt, auf der 10er-Position vorne drehen. Breel, Mbolo. Auf der Bank natürlich heute auch mal Cedric Teuchert, der im Pokal nicht ganz überzeugen konnte. Haji White hat da ja das goldene Tor erzielt. Hätten wir vielleicht auch belohnen können heute mit dem Bankplatz, aber er erstmal wieder außen vor. Hannover mit dem 4-4-2 mit Sahin Rennbarsee auch über die rechte Seite vorne drin. Füllkrug und Bobby Wood. Da ist schon Geschwindigkeit auf dem Flügel und Power im Angriff. Ich bin sehr gespannt. Wir haben Anstoß, das Spiel läuft. Aber natürlich als FC Schalke 04 solltest du Hannover 96 ja schon schlagen. Gegen Leipzig hatte man eine extreme Effektivität. 7 Chancen hatten wir, 5 Tore gemacht. Und hier ist auch der erste Ball direkt mal im Tor. Breel, Donald Mbolo. 3. Minute und wir gehen mit 1:0 in Führung. Klasse gespielt. Einmal rausgelegt auf die Seite von Rudi. Caligiuri, super Flanke. Und Mbolo gegen Oliver Sorgmaß, glaube ich, lässt sich da die Chance nicht nehmen und haut das Ding da mit seinem Kopf rein. Schein Radlinger im Tor, ohne Reaktion. Und das 1:0 für uns spielt uns natürlich extremst in unsere Karten. Jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion von Hannover 96 als Außenseiter so früh zurückzulegen. Ist natürlich extremst ungünstig. Marc Uth. Boah, klasse gespielt. Alessandro Schöpf. Und da kommt wieder Marc Uth und Radlinger. Starke Parade. Achtung, Oczipka kommt da nicht hin. Sahin Rennbarsee hat sehr viel Platz. Flanke ist aber nicht gut. Und somit direkt wieder die Chance zum Umschalten. Uth, super Zuspiel. Konoplyanka zieht ihn nie mit. Jetzt muss Schöpf kommen, aber der braucht zu lange. Er braucht viel zu lange, aber Konoplyanka setzt sehr gut nach. Na gut. Suar, Serda, Mbolo, Breel, Mbolo! Wird nicht angegriffen und lässt sich da nicht zweimal bitten. Der Schweizer schnürt den Doppelpack, jubelt zusammen auch mit Guido Burgstaller.
Die beiden, die einfach beide einfach ja, richtig, richtig gut viele Tore machen. Und Breda Embolo mit dem Doppelpack. Marc Uth, Serdar mit der Vorwart. Embolo viel zu viel Raum. Und dann haut er den da rein. Und macht sein zweites Saisontor. Also Bundesliga technisch war er bislang noch nicht so erfolgreich, was die Tore angeht. Aber im Moment passt er einfach richtig, richtig gut rein in unser Spiel. Und Caligiuri sehr schön verteidigt. Sané, Sebastian Rudi. Und Caligiuri auf Schöpf. Und ganz oben hat Konoplyanka Platz. Schöpf sieht das. Konoplyanka 3-0. Oh, ist das schöner Fußball, was man hier zu sehen bekommt. Yevgen Konoplyanka mit dem 3-0 kurz vor der Pause. Klasse gespielt, wieder einmal. Schnelles Umschaltspiel, Schöpf, super Flanke. Und Konoplyanka dann gegen Sorg im Zweikampf. Ist einfach cleverer, denn Sorg steht da eigentlich besser zum Ball. Aber Konoplyanka macht so einfach stark. Sein zweites Saisontor und vielleicht ja sogar schon die Entscheidung in dieser Partie, denn Hannover hatte ja noch keine wirkliche Torchance gehabt. Und wenn es so weitergeht, wird das ein lockerer Sieg, sagen wir es mal so, für uns. Also Pause ist hin und 3-0 sind wir vorne. Wie gesagt, es geht vollkommen in Ordnung. Klasse Partie. Und dann haben wir jetzt einmal die Chance zu wechseln. Ich würde sagen, wir bringen einfach mal Teuchert rein für Breda Embolo. Wenn er natürlich die Chance hätte auf den Dreierpack, trotzdem machen wir das jetzt mal. Und dann noch McKenny für Suat Serdar. Zweite Hälfte beginnt somit mit zwei Wechseln. Weiter geht's, Hannover. Hat Anschuss. Edgar Prip. Hat da mal einen Ticken zu viel Raum. Nübel mit den Fäusten. Und der Abschluss und Nübel. Klasse Parade. Und nochmal Nübel. Oh, das ist gut gespielt. Das ist richtig gut gespielt. Nübel und das Tor. Für Hannover 96 und es ist ehemalige Captain. Es ist Edgar Prip. Sané bekommt da noch richtig einen ab. Aber wahrscheinlich auch durch den Einsatz von Alexander Nübel, der da auch ordentlich reingepfeffert ist. Gucken wir nochmal drauf. Super Zuspiel von Prip. Dann kommt Nübel und der haut Sané da auch noch mit um. Und Prip, klar, das Tor ist dann leer, nachdem Weidand da die Vorarbeit geleistet hat. Nastasic kommt da nicht hin. Und Sané, der ehemalige Hannoveraner, macht weiter. Ist aber angeschlagen, also durch den eigenen Mann hier verletzt worden. Und nun sind es dann auch nur noch zwei. Und das kann nochmal gefährlich werden. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Rudi hat Platz. Rudi! Und nochmal Rudi! Gute Reaktion von uns. Aber Weidand mit zu viel Platz. Und Prip, sehr gut gespielt. Asano, machen wir es hier wirklich nochmal spannend. Sané, der war wichtig. Aber Rudi dann. Direkt wieder zum Gegner und Nübel mit der rechten Hand. Klasse Parade. Eckball. Edgar Prip. Wieder auf Weidand. Boah, viel zu viel Platz. Und er ist drin. Asano, der Joker. Mit dem 2-3. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind viel zu passiv. Weidand kann in der Ablegung. Asano ohne Gegenspieler. Hat viel zu viel Raum im 16er. Und macht ihn da natürlich rein. Ist doch klar. Also die erste Hälfte war richtig, richtig gut von uns. Aber die zweite. Mein Gott. Und Caligiuri kommt zu spät. Achtung, Weidand gegen Sané, der trotz seiner Verletzung hier hellwach ist. Oh, Rudi, wieder so ein unnötiger Fehlpass. Flanke ist gut, Asano. Asano, gefährlich. Achtung, Nübel. Und immer noch. Und Sané, und immer noch. Uiuiuiui. Mann, 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 wir wechseln nochmal. Amina Ried für Marc Uth. Boah, was eine dicke Chance für Hannover. Eckball, Edgar Prip. Wir müssen das Ding hier irgendwie nur über die Zeit bringen. Ried kriegt die Kugel nicht weg. Jetzt aber. Hauptsache erstmal hinten raus. Egal, dass Hannover wieder Ballbesitz hat, aber erst einmal hinten raus. Das ist hier am wichtigsten. Oliver Sorg. Ah, Teuchert, doch, kriegt den. Aber dann
Direkt so ein Pass und Sané sehr gut aufgepasst. Bobby Wood. Bobby Wood, Flanke kommt, Otschipka. Und Konoplyanka, 2 Minuten noch. Müssten wir eigentlich über die Zeit bringen. Nastasic, ja. Denkste. Hannover hat die Kugel. Nastasic fehlt hinten. Otschipka, komm Junge. Otschipka verliert das Duell. Asano. Flanke kommt, Flanke ist nicht schlecht. Rudi. Kalinjuri geht nicht hin und Nübel. Boah, überragend. Eckball nochmal. Der letzte wahrscheinlich. 20 Sekunden noch. Eckball ist nicht gut. Aber es wird nochmal gefährlich. Asano. Asano abgeblockt. Weg damit. Und da ist der Apfel. Mann, Mann, Mann. Wir haben es nochmal extremst unnötigerweise spannend gemacht. Nach einer super ersten Hälfte, wo wir alles richtig gemacht haben. Wo wir mit 13 in die Kabine gegangen sind. Fühlten wir uns vielleicht auch schon einen Ticken zu sicher. Und Hannover kam zurück und es wäre gar nicht mal so unverdient gewesen, wenn sie noch zum Ausgleich gekommen wären. Aber Salif Sané nach seiner Verletzung hat er richtig gut funktioniert hinten drin, hat gekämpft bis zum Ende. Alexander Nübel hat richtig gute Paraden gezeigt und somit am Ende dann 3:2 knapp. Aber Hauptsache, wir haben die 3 Punkte. Das ist die Hauptsache und das ist auch Tatsache. Und somit gehen wir nun durchaus mit Selbstvertrauen, auch wenn wir natürlich wissen, dass das wirklich eng war. Aber wir gehen mit Selbstvertrauen ins nächste Duell und das ist Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Ganz langsam jetzt mal. Und es ist der 4. Spieltag und bislang konnten wir jede Partie gewinnen. Geht das so weiter? Müssten wir eigentlich durch sein und so ist es auch. Gewinnen wir, sind wir Minimum Zweiter. Jetzt haben wir noch Sané, der zum Glück nur 5 Tage ausfällt. Somit fällt er natürlich heute aus, aber das kann man dann durchaus verkraften. Stamboli kommt für ihn in die erste Elf. Wir gucken gleich nochmal. Wir müssen, wie ihr gerade wahrscheinlich auch schon gesehen habt, stärker rotieren, als wir das vielleicht erhofft haben. Aber was natürlich klar sein sollte, dass Serda und Embolo spielen sollen, könnten oder spielen könnten, weil wir sie ja relativ frühzeitig auch ausgewechselt haben. Das ist natürlich dann schon mal sehr, sehr gut. Also Nübel wieder im Tor, Caligiuri bleibt rechts, Nastasic bleibt auch erstmal drin. Mendil kommt links hinten rein, Sebastian Rudi wirkte nicht ganz so sicher im letzten Spiel. Auch deswegen heute draußen McKennie und Serda somit auf der Doppel-6. Marc Uth wird ersetzt durch Harit, ich würde gerne auch mal Tondo sehen. Der kommt für Schöpf rein, Steven Skripski nehmen wir zumindest mit auf die Bank und vorne heute mal Guido Burgstall, auch wenn Embolo fit ist, aber Burgstall hat es einfach auch zuletzt wirklich gut gemacht und durfte trotzdem nicht spielen. Deswegen machen wir das so. Marc Uth lassen wir heute mal komplett außen vor. Dafür nehmen wir noch Gutucu mit. Und dann nochmal Sascha Rita und dann passt es auch und dann können wir in die Partie hineingehen. Und da sind wir also in der Allianz Arena. Champions League Abend steht an. Und das ist immer was ganz Besonderes und das wird hoffentlich nicht der letzte sein in dieser Arena. Klar, wir haben noch das letzte Gruppenspiel gegen Moskau, aber mit einem Sieg heute könnten wir uns noch ein zusätzliches Heimspiel scheren. Und das wäre dann das Achtelfinale, denn mit einem Sieg wären wir sicher durch. Wir hätten den 2. Platz zumindest schon mal einmal sicher. Auch wenn natürlich bei der Ausgangslage 3 Siege nach 3 Spielen der 1. Platz das Ziel sein sollte. Und natürlich auch das Ziel ist heute Galatasaray als Gegner. Hinspiel haben wir gewonnen, logischerweise, weil wir alles gewonnen haben bis hierhin. War ein gutes Spiel. Vor allem da auch natürlich das klasse Tor von Amin Harit. Aber natürlich heute nochmal ein komplett anderes Spiel. Wir haben ein bisschen rotiert, wir mussten rotieren. Wir haben Anstoß, das Spiel läuft. Und Belanda. Flanke kommt, Stamboli. Ach, nicht gut gespielt. Wir kommen noch nicht so richtig hinten raus. Matondo. Ein Ticken zu spät. Achtung, Achtung, Nastasic, wichtig. Eckball für Galatasaray. Younes Belanda, ehemaliger Schalker, Flanke kommt. Wow, das ist gut. Aber Nübel, Achtung. So, jetzt haben wir die Kugel. Harit. Ja, super Tackling. Nee, war kein Vollspiel, war ganz, ganz sauber Ball gespielt. Also Galatasaray beginnt hier sehr, sehr stark. Klar, die bräuchten natürlich auch einen Sieg. Um den 2. Platz zu festigen. Nübel, Achtung, nochmal Nübel. Mann, 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 ey.
Es geht hier schon wieder gut los. Alexander Nübel, klasse Tat. Und ja, wahrscheinlich fällt es euch genauso jetzt, spätestens jetzt auch wie mir. Eigentlich soll ja in der Champions League Fährmann spielen. Das habe ich gerade komplett vergessen. Aluminium. Aber jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Und Onyekuru. Also es ist aktuell nur eine Frage der Zeit, bis Galatasaray ein Tor macht. Deswegen machen wir es jetzt erstmal ein bisschen ruhig. Das ist schon stark, wie die hier beginnen. Mit was für einem Pressing. Wir waren noch gar nicht vor dessen 16er. Und jetzt kommen unsere Fans. Nastasic. Schönes Zuspiel. Burgstaller. Weston McKenney. Zieh einfach mal ab. Jo, kann man mal machen. Zumindest mal ein Abschluss. Und Matondo. Starkes Gegenpressing. Was Galatasaray kann, können wir auch. Konopljanka wird geschickt. Aber Muslera. Im richtigen Moment zur Stelle. Weston McKenney. Aminarit. Oh, super Zuspiel. Burgstaller. Oh, klasse gespielt. McKenney. 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 Benjamin Stambouli. Caligiuri. McKenney kommt nicht ran. Serda, aber. Und nicht gut gespielt. Mitroglou. Fahne bleibt unten. Latte. Nübel. Jawohl. Eckball gibt's. Nächste Top-Chance. Und Mendil. Nübel haut den erstmal hinten raus. Hier müsste jetzt auch jeden Moment Pause sein. So ist es auch. Also 0:0. Champions League, vierter Spieltag. Hier zu Hause gegen Galatasaray. Und wir können uns nicht beschweren, denn Galatasaray war hier das deutlich bessere, aktivere Team. Wir hatten zwar auch eine gute Chance durch McKennie, eine richtig gute Chance hatten wir. Aber wir hätten auch hinten mindestens einkassieren müssen. Nübel hält uns bislang am Leben. Zweite Hälfte geht weiter hier. Galatasaray hat den Ball. Steven Skibski. McKenney und Mendil. Und Skripski geht. Und er hat durchaus Raum. Steven Skripski. Zieht in die Mitte. Steven Skripski. Steven Skripski! Boah, ist das stark! Ist das ganz, ganz stark von Steven Skripski. Wunderbar gemacht. Der Joker sticht bereits nach 3,5 Minuten. Steven Skripski und er bringt uns in Führung. Mendil mit der Vorwahl. Skripski zieht nach innen. Und auch dann. Das war klasse. Super Abschluss dann. Und die Führung für uns. Es ist schmeichelhaft, aber es zeigt mal wieder, wie effektiv wir einfach vor dem Tor sind. Und Skripski macht sein erstes Champions League-Tor. Klasse. Und Matondo. Stark. Wie er da die Kugel zurückholt. Harit. Skripski. Mitroglou. Ah, na, oh, uiuiui, Onyekuru. 62. Minute, da ist der Ausgleich. Mitroglou, super Zuspiel, Nübel überlegt, die geht dann doch zurück ins Tor. Und Onyekuru haut den da rein. Klasse Tor. Sein zweites. Und Fegoli gegen Mendil. Nochmal Fegoli, Mitroglou, Onyekuru und Nübel. Und gut, da ist also der Abpfiff. Ein 1:1, was für uns auf jeden Fall mehr als in Ordnung geht. Also da können wir uns nicht beschweren. Auch wenn sich Mendili ärgert, aber es war nicht unser bester Auftritt. Was vielleicht natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir schon so gut wie weiter sind. Aber wir sind eben noch nicht weiter. Nun auf jeden Fall noch nicht. Glaube ich zumindest, müsste rechnerisch so sein. Ich habe gerade die Tabelle nicht im Kopf, hängt natürlich auch davon ab, wie Moskau gespielt haben. Wenn die zum Beispiel verloren haben, dann sind wir, glaube ich, sogar schon weiter. Nun, heute also ein 1:1 hier gegen Hannover, knapp gewonnen. Also es war nicht ganz so souverän wie in den letzten Folgen. Aber nehmen wir trotzdem beides mit, trotzdem zwei wirklich gute Ergebnisse. Und im Parallelspiel, nee, war noch nicht das Parallelspiel, oder das war schon und es wird dir gerade noch nicht angezeigt. Also, es war eine durchaus erfolgreiche Folge, das kann man, denke ich, mal so sagen. Klar, defensiv haben wir heute so ein bisschen gesehen, dass wir auf jeden Fall noch Lücken haben. In der nächsten Folge dann Frankfurt und Nürnberg. Auswärts in Frankfurt natürlich nicht einfach, zu Hause gegen Nürnberg müssen wir einfach gewinnen. Das sind zwei Spiele,
wo man sehen kann, in welche Richtung es in den nächsten Wochen gehen wird. Ich freue mich darauf, ich hoffe, du auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.